Wir stehen hier auf dem Röntgenplatz und das ist so ein, kann man sagen, das Zentrum des Röntgenquartiers. Das hat da ist noch speziell, eben, dass so ein das Quartierleben, denke ich, merkt man recht gut. Wie nimmst du das wahr, da im Röntgenquartier, wie lebt sich da so? Also ich denke, es ist eine sehr schöne Wohnlage, es ist sehr zentral und es ist gleich recht ruhig. Das war nicht immer so gewesen. Es war früher eine ziemlich befahrene Durchgangsstrasse. Und seit aber der Platz und seit das Quartier verkehrsberuhigt ist, denke ich, ist es sehr viel angenehmer geworden, um hier zu leben. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um sich zu vernetzen, um da auch miteinander zu leben und nicht für sich alleine. So wie wichtig ist das, dass man sich vernetzt untereinander? Also da umeinander sind ja vor allem Genossenschaftswohnungen. Die haben ja meistens ein sehr viel engeres Zusammenleben als sagen wir, in normalen Wohnungen. Und was für uns sicher auch wichtig ist, ist das Röntgenplatzfest, das einst im Jahr stattfindet, an zwei Tagen, wo immer extrem gut besucht ist und wo sicher ein schönes Fest ist für das Quartier, aber auch Ausstrahlung hat auf die ganze Stadt. Was denkst du, wie wichtig ist es, dass man eine Plattform hat? Du hast eben das Röntgenplatzfest angesprochen, wo es auch Reden gibt zum Beispiel. Gibt es andere Möglichkeiten von Plattformen, wo man sich kann untereinander austauschen kann? Wie wichtig ist das? Ja, ich denke, es ist schon wichtig. Also, es gibt verschiedene Vereine, es gibt verschiedene Gruppierungen, auch rund im Kreis VfV, rund um den Röntgenplatz. Es gibt ja da die neue Zeitung für das Quartier, der Röntgenblick, wo noch ein paar Mal bis im Sommer sicher rauskommt. Ich denke, das Quartier lebt gut und schafft auch gut zusammen und das ist ein Röntgenplatzfest und auch wahrscheinlich die Zeitung sind so ein Ausdruck von dem. Das ist doch ja angesprochen am Anfang, aber die obligate Frage, was bedeutet dir Zürich West? Zürich West ist ein Entwicklungsgebiet mit allen Vor- und Nachteilen, die Entwicklungsgebiete haben. Es ist sehr spannend, was passiert. Und gleichzeitig hat es natürlich auch ein bisschen Schattenseiten. Es sind sehr viele Wohnungen, die entstanden sind, sind so im äußersten Hochpreissegment, wo sich wahrscheinlich wenige Leute können leisten können. Und die Leute, die es sich leisten können, sind auch nicht unbedingt die, die dann gross etwas zum Quartier beitragen. Und ich denke, das ist sicher der Nachteil. Grundsätzlich ist aber spannend, was passiert und was noch wird in den nächsten Jahren passieren. Wir haben hier mit dem Viadukt so die Trennung, die du angesprochen hast, von den in teureren Wohnungen, die entstehen, noch mehr Richtung Altstädten rüber. Und dann kommt wie so die Trennung, also das Viadukt. Und dann sind wir hier beim Röntgenquartier. Wie denkst du, kann man das so in den Graben, ich sage jetzt mal auf den Graben, das ein bisschen ausmerzen, dass man eben beide Seiten zusammenbringt? Also was ein kleines Problem ist von Zürich West, ist, dass es eigentlich kein Zentrum hat. Oder es hat quasi den Escher Weissplatz, der aber nicht schaurig ein schöner Platz ist, der vor allem einfach ein Umsteigeort ist. Und dann gibt es so ein bisschen das Gerold-Areal, das aber auch eine Zwischennutzung ist. Und dann weiter hinten ist eigentlich sehr viel am Entstehen, aber eigentlich auch noch nicht fertig. Und ich denke, das ist etwas, was sicher fehlt in Zürich West, dass also irgendein Platz, irgendein Ort, wo man sich begegnen kann und wo es auch ein bisschen lebt, auch am Abend und nicht nur am Tag. Was für eine Rolle spielt da eben so eine Plattform wie der Röntgenblick? Der Röntgenblick ist sicher sehr beschränkt so ein bisschen um das Quartier herum und weniger Richtung Zürich West. Ich denke, es wäre aber auch sinnvoll, wenn sich die neuen Bewohnerinnen und Bewohner von Zürich West, wenn die etwas Ähnliches würden machen in irgendeiner Form oder eben auch ein Fest oder irgendetwas, damit das Quartier auch mehr Leben bekommt.